Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Und erstmal, ich bin aus dem Wasser gegangen, da wir waren ja da im Wasser drin und da habe ich mich einen höheren Punkt gesucht, denn ich kann jetzt ein bisschen bluffen. Erstmal muss ich an einer gewissen Person, The Real Ohana, ist in der Beschreibung verlinkt, ganz viel Danke sagen. Ich habe Heart of Wands Geschenk gekriegt, und zwar die Ultimate Edition. 100 Euro. Einfach so. Danke, danke, danke. Das kann ich beweisen. Erstmal den Todesstoß habe ich den Wiedergänger-Todesstoß bekommen. Lama Wiedergänger. Der ist so cool. Ich habe Zugang zu den Beta-Events. Und natürlich habe ich auch einen Mini gekriegt. Der Mini-Ridlock. Wiedergänger-Ridlock. Den aktivieren wir nämlich jetzt auch. Denn vielleicht kann ich dann von der Beta was bringen, je nachdem, was denn in der Beta kommt. Das heißt, ich habe Zugriff auf die Beta. Bis jetzt habe ich nämlich keinen Beta-Zugriff bekommen, was ich voll schade fand. Und natürlich 4000 Edelsteine. Und damit habe ich mir natürlich gegönnt Kleidungssets. Und zwar erstes Mönch-Kleidungsset, was extrem cool ist, auch wenn ich bei ihr gerade nicht eingefärbt habe. Bei ihr hatte ich, glaube ich, noch gar keine Kleidungssets an. Da sehen alle normal aus. Also das neu, das Balthasar. Ich finde das Balthasar so cool. Das würde zwar auch als Jäger gut passen, finde ich. Natürlich, und natürlich das Vorstreitergewand, was ich sehr cool finde. Das trägt, glaube ich, auch Gräfin Anis, wenn ich nicht täusche. Natürlich Kochkleidungsset. Und natürlich der Oh, das sieht bei ihr ja cool aus. Und der Dschungel-Explorator. Das heißt, wir können Maguma erkunden. Oh, super. Vielen, vielen lieben Dank an The Real Ohana. Wirklich, ich danke ganz, ganz viel. Und wir gehen jetzt auch hier runter. Und dann können wir das jetzt weitermachen. Oh, da ist noch ein Kreuz. Bin auf der Hut. Denn das hier haben wir noch gar nicht fertig gemacht. Eine winzige Schuppe haben wir gekriegt. Ihr habt Azinti geholfen. Ah, nein, Azintli. Ah, diese Namen. Tschüss. Nein, der hat die Kanone kaputt gemacht, dieser Arsch. Herr war Angriff. Nein, not the Kanone. Not the Kanone. Oh, not the Kanone. Ich habe das echt einfach so geschenkt gekriegt. Nur so. Und ich dachte so, was? Warum? Und ich habe es immer noch an. Das ist, so. Ich finde es ja super, aber ich werde jetzt erstmal als normale Kleidung rumlaufen. Auch wenn ich die Kleidung mag. Ja, ich bin immer noch voll geflasht davon. Und schaut mal bei ihm vorbei. Er ist ein richtig sympathischer Typ. Und ich denke, er hat es auch verdient, ein paar mehr Abonnenten und so weiter zu haben. Also falls ihr mal etwas Neues entdecken wollt, schaut bei ihm vorbei. Oh, hallo Kreid. Toll, danke, dass du zu mir kommst. Da bin ich gut. Oh, wir haben es geschafft, aber wir müssen diese Kreid trotzdem loswerden. Und das da vorne entdeckt mich hier trotzdem. Danke für das Karma. Yay. Also entdecken wir das kurz. Wir stellen die auf Kampf vermeiden und dann gehen wir hier rüber. Da vorne ist, glaube ich, nämlich ein Entdeckungspunkt und ein Aussichtspunkt, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben, wie viel haben wir schon geschafft von, das ist jetzt der Kalendenwald. Wie viel haben wir vom Kalendenwald geschafft? Ventribucht hier gerade. Das sehen ja gleich, wenn ich irgendwas holen. So ein Mini-Jumping-Puzzle. Aber kein Problem für mich. Denn ich bin recht gut in Jumping-Puzzles. Sobald ich erstmal reingekommen bin. Aber wenn ich mich natürlich immer wieder überschätze, falle ich trotzdem runter. Oder der Vorführeffekt, wie immer. Ihr kennt das. Ich habe, wenn ich Livestream und irgendwas Spezielles zeigen will, oder wenn ich aufnehme und irgendwas zeigen will, es klappt nicht. Vorführeffekt. Voll schrecklich. Besonders bei mir. Vielleicht bin ich dann etwas nervöser oder keine Ahnung warum. Ist eigentlich voll komisch. Gut, zwar ihr habt es beim ersten Jumping Puzzle, das wir gemacht haben, ja gesehen. Manchmal klappt es und manchmal ist es dann. Nö, ich hätte es nicht. So, hier muss er. Ja, geht doch, danke. So, jetzt ist hier oben ein Aussichtspunkt. Und den gucken wir uns an.
Ach ja, der Wall. Der Wall, der Wall. Vielleicht helfen die uns ja bei Heart of Horns auch, weil es sieht sehr dschungelruinig aus. Oder vielleicht leben von ihnen welche im Dschungel, das kann auch sein. 52%, wir haben die Hälfte schon geschafft. Jetzt können die nämlich hier oben hin. Da ist ein kleines Lager mit, glaube ich, Wegmarke. Habe ich gerade ein Dings gehört, also ein. Ich wollte Tagwartel sagen, aber es wäre ja irgendwie falsch, wenn der mehrfach existieren würde. Wie heißen die schon wieder? Die Froschis. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Ich weiß gerade nur die Stammesnamen. Wäre ich mit einem eigenen Hain wie ein Erstgeborener. Ihr bräuchtet einen neuen Baum. Dann wärt ihr eine Art Vorerstgeborener. Oh, schon gut. Ich bleibe lieber hier. Dann wärt ihr eine Art Vorerstgeborene. Aha. Okay, ist doch gut. Ach, jetzt. Hat sie eine Kochstation? Hat sie eine Kochstation? Ja, ich stehe doch gerade neben. Bitte, ich möchte gerne Köchin werden. Danke. So. Dann kaufen wir ein bisschen Vorräte von allem ein bisschen. Und einen Rucksack. Denn durch die Berufe kriegt man jetzt Rucksäcke und so. Und das. Ach, ich kann gar nicht, weil mein Inventar voll ist. Das kann weg. Kann nicht richtig sein. Genna, was habt ihr getan? Oh, Zuckerschock. Mm. Ups, ich hab auf dich. Oh, Entschuldigung. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Ich hab es auf angekotzt. Entschuldigung. Das war unbeabsichtigt. Jetzt werden die nämlich ein bisschen kochen, wenn die schon eine Handwerk, also Kochstation hier haben. Lebt gut. Ich will aber nicht mit dir reden. Wo ist die Kochstation, wo ich benutzen kann? Das hier die. Hier? Bin ich jetzt doof? Wenn hier eine Kochlehrerin ist, warum kann ich nicht kochen? Kann ich so kochen vielleicht? Ja. Ja, dann. Nein. Aber eine andere Station geht. Backt's vielleicht wieder rum. Oder liegt es daran, dass gerade ein Event ist? Entflohenes Experiment. Was muss ich tun? Findet die entflohene Experiment bringt sie zu Taxis zurück. Okay. Und was ist denn. Bist du ein entflohenes Experiment? Anscheinend. Ah, muss ich dich bewusstlos schlagen oder so? Ja. Ah, okay, sie tarnen sich. Mini-Dschungelebe. Ja, hier hast du einen Klumpen Schleim. Wir könnten ein wenig Hilfe gebrauchen. Ja, es wäre nett, wenn alle helfen würden, damit ich kochen kann. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Was schon aufgeben? Kann ich beide mitnehmen? Ja, kann ich. Schlag den, Herr da. Schlag den. Angriff. Kann ich mich halten? Ein Wesen. Ich kann ihn essen. Los, danke. Dann habe ich nämlich drei Stück jetzt. Und das bringen wir zurück. Okay, es zählt nur als eins. Das war keine gute Idee. Manchmal nervt mich, dass das da einfach ein Event kommt, das dann alles zerstört. Ich wollte ja nicht unbedingt das Event machen jetzt. Muss ja sowieso nur einen töten. Oder Anti-Entfliehen machen. Ich kann ihn werfen. Okay. Was passiert wohl, wenn ich einen esse? Ich esse ihn jetzt. Oh, es hat mir Speed nicht gegeben. Zu und Gift. Nicht ja, bitteschön. Ich habe reingebissen. Hoffentlich macht das nichts. Pilgerin, Kaninchen. Ach, hier drüben. Mini-Dschungeleber. Die sieht ja voll niedlich. Mini-Siammer.
Komm hier, kleines Experiment. Es braucht voll viel. Es ist viel zu viel. Besonders, weil man es nervig einzeln tragen muss. Finde ich nicht gut. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Weil man kann anscheinend jetzt gerade keine Handwerksstation benutzen. Bringt diese Dinger. Nein, ja, ja. Ich wäre froh, wenn noch mehr helfen würden. Diese Kaylet auch. Ich esse mal was. Ist lecker. Was ist das denn? Wie der Wind. Ihr habt einen Depp befangen. Ihr könnt jemand bringt ihn zur Taxi, bevor es zu spät ist. Ach so. Einen Depp. Ich habe also einen Depp gefangen. Die Lautlosen machen mich sehr nervös. Aber nicht so nervös wie der Hof. Nein, ich denke nicht. Ja, komm, Experiment. Instabiler Depp. D-E-P-P. Danke fürs Zurückholen dieses Experiments. Das entkommt mir nicht mehr. Nicht zu nah ran, aber lasst sie nicht entkommen. Kann ich irgendwas... Nein. Vorsicht, die könnten überall sein. Aha, ich hab solche Angst. Ich nehme diesen mini-blauen Moa. Ich beiß jetzt mal rein. Oh nein, das war keine gute Idee, weil ich jetzt Gift habe. Hallo, Golem. Hier hast du einen Spatzenschleim. Da ist noch ein mini-blauer Moa. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Oh nein, wir müssen diesen entflohenen Spatzenschleim zurückbringen. Sonst wird er explodieren. Oh, hier ist ihr Batzenschleim. Da ist ein Mini-Dschungel-Epa. Wir terminieren ihn jetzt und nehmen das Experiment an uns. Hier haben sie einen Batzenschleim. Hör auf zu schreien, du dummes, kleines Asura-Ding. Eine Bürgerin. Burger. Bürgerin. Ich bin schnell wie der Wind. Na, na, na. Ich kann immer noch keine Station benutzen. Was soll das? Mörtel. Ja, eben. Es geht wirklich nur, wenn man dieses Event macht. Mörtel, ey, Mörtel Snow. Ja, hier. Es dauert nur noch 10 Jahre, dann hat die es geschafft. Ich hasse dich auch. Ich fände es einfach praktisch, wenn man mehrere holen könnte, aber das kann man nicht. Ein Batzenschleim, ein. Dinger zurück zum Golem. Mach ich, du Arsch. Bewieg deinen Arsch selber, ey. Voll der, ey. Das ist ein mini-blauer Moa. Mein. Aber der ist unverwundbar. Der lässt ja immer wieder frei, dieser Arsch. Bitte, schneller. Wo hat's noch? Hat's da Dschungel-Epa? Hier ist nix. Vielleicht da vorne noch irgendwo. Oh, das ist der Affenkönig. Aha. Da ist ein Mini-Dschungel-Epa. Oh, sind die nicht niedlich? Oh, das ist ein, Das sind die. Ah, Name! Diese Adlerviecher. Nein, nicht Adler. Warum eigentlich Adler? Vogelviecher. Hab vergessen, wie sie heißen. Mann, das dauert so lange. Finde ich voll nicht okay. Nicht zu nah ran, aber lasst sie nicht entkommen. Ja, genau. Das geht ja irgendwie auch nicht, ne? Hallo, entflohenes Experiment. Hallo, Raptor.
Du kannst sie dir nehmen. Ach so. Hallo, Doliak. Mini-Doliak. Bist du ein Mini? Also entstehen so Minis? Das wäre ja ekelhaft. Bring diese Dinger zurück zum Golem. Das heißt eigentlich, alle Minis sind Schleim. Lecker. Das würde sogar Sinn ergeben, wenn sich der Schleim wirklich anpassen kann. Das ist ein Dschungel-Eva. Kaninchen. Ophelia. Zehn Jahre später. Das ist ein Mini-Doliak. Wehgetan. Ich bleibe lieber hier. Jo. Lecker. Schleim essen. Ist bestimmt gesund. Hier. Ja, wir haben es bald geschafft. Und das ganze Video weggefressen wegen eines Events. Ich wollte eigentlich kochen. Vielleicht geht es uns wenigstens ein Level up, wäre voll cool. Wenn es mir nicht mindestens ein Level up gibt, dann bin ich voll beleidigt. Nicht zu nah ran, aber lasst sie nicht entkommen. Ja, seid mir am liebsten. Aha. Ich glaube, dieser Golem entwickelt ein bisschen Gefühle. Kann das sein? Wo hat's ihn? Da hat's nicht. Was ist ein entflohenes Experiment? Guten Tag, ich nehme dich mal mit. Oh, ein instabiler Depp. Johnny Depp. Versteht ihr? Okay. Hier. Nicht mehr lange. Diese Dinger zurück zum Golem. Vorsicht, ihr seid mir am liebsten. Wo wären wir nur ohne eure Hilfe? Antwort in der Patsche. Wo wären wir nur ohne eure Hilfe? Antwort in der Patsche. You don't say. Jetzt klatschen die uns sogar drum. Wer wird als erstes ein Experiment nehmen? Ah, ich habe 21 Stück. Ah. Steht nicht bloß herum. Tut irgendetwas. Sagt der, der selber rumsteht. Volle Arschloch, ey. Wo wären wir nur ohne eure Hilfe? Antwort. Ja, ich noch in Dschungelraptor. Klau mir es halt. Das ist voll in Ordnung. Den will ich. Ich nehme den. Du blöde Kuh. Ihr habt mich geklaut, ey. Was soll das? Ah, das werde ich aber nicht wieder sagen. Warum hast du dich sonst vernichtet? Hallo, Manny Redlock, bist du auch so ein Schleimfee? Nö, den klaue ich jetzt. Ist mir egal. Ich will ihn. Ich bin mächtig. Ja. Okay. Ich glaube, es reicht gleich. Ist der Korb? Wir könnten ein wenig Hilfe gebrauchen. Noch eins. Noch eins. Ach so, es ist Gott sei Dank. Wir können warten. Wo wären wir nur ohne eure Hilfe? Antwort in der Matte. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Ich will kochen. 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 Ich will kochen. 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 Nicht mal ansatzweise ein Level. Yay, yeah, jetzt kriegen wir nächstes so ein Level. Ha! 81,2% Wahrscheinlichkeit. Einheimische missbilligen unsere Anwesenheit. 14,4% Wahrscheinlichkeit. Oh, ich kann eine nicht identifizierte Farbe machen. Nö, muss ich nicht. Flasche einfache Salatsauce. Kann ich 5 Stück machen. Ja, ja. Und ein Brotleib. Mach ich 6 Stück. Was braucht man dafür? Einfache Chefkoch-Werkzeuge. Da muss ich doch was kaufen. Ja, ich alles weiß, Level. Recht zu wachsen. Grisige Luft, Gebrechlichkeit oder Eis. Eis ist cool. Danke.
Dann werden wir kurz bei ihr kaufen. Ach ne, jetzt muss ich wieder herstellen. Ah, herstellen. Dann kann ich einen Rucksack machen, der ein bisschen Werte hat. Oder ich kann was rein tun. Ach, ich kann es aussehen. Unverwüstlicher, unheilvoll, mächtiger ist doch. Ja, genau. Jetzt haben wir zwei Kraft. Sehr gut. Dankeschön. Und den Bogen ist besser als meiner. Nein, sogar schlechter. Nee, der ist besser, ich wollte gerade sagen. Ja, ich mache ja irgendwas rein. So. Kriege ich Stabilität. Teilkugel können wir 5 reinpacken. Suppengemüse können wir auch 5 herstellen. Und dann klatschen wir noch irgendwas zusammen. Eine Zimtschnecke, lecker. Oh, jetzt eine Zimtschnecke. Das geht nicht. Brot und Fleisch. Gib einen Hamburger. Hamburger. Apfel und Zimt. Gib einen Zimtapfel. Und jetzt noch eine Buttermilch mit einer... Mit Zucker, Ei, mit Butter. Okay, dann nicht. Dann Geflügelfleisch mit Brot. Geht nicht. Mit Suppe. Geht auch nicht. Dann noch das da und das. Da gibt ein gebratenes Steak. Yay, yeah, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt haben wir noch zum Abschluss noch ein Level geschafft. Und wir werden den Rucksack übrigens ausblenden. Den muss ich nicht sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.